darf ich Sie wieder alle herzlich begrüßen heute Abend zu unserer sechsten Folge des Beethoven Talks im Internet, bei dem es um die 22 Bonner Jahre von Beethoven geht, die wir nacheinander in kleinen Portionen abhandeln wollen. Und heute Abend geht es besonders um den Bonner Freundeskreis von Beethoven, um Ihnen darüber einen Eindruck zu geben. Wir haben ja bisher uns befasst mit der Frage, was heißt es eigentlich, über Beethoven in Bonn zu schreiben? Wie ist die Quellenlage? Wie sah damals Bonn aus zu den Zeiten, als die Beethovens hier lebten? Was war das für eine Stadt? Wie waren die Beethovens überhaupt nach Bonn gekommen und über vier Generationen hier in Bonn präsent gewesen? Dann die Frage von Beethovens Eltern, wie die sich kennengelernt haben. Und dann natürlich die Geburt und Kindheit von Beethoven. Und heute geht es eben dann um die Frage der Bonner Freunde, nachdem wir uns beim letzten Mal mit der Wienreise, der ersten Wienreise von Beethoven befasst haben. Sie erinnern sich, er ist am Silvestertag 1786 aufgebrochen und war dann nach einem Aufenthalt in Wien und Zwischenstationen in Regensburg und Augsburg im Sommer, wann genau wissen wir nicht, wieder zurück in Bonn, aber jedenfalls rechtzeitig, um noch seine Mutter lebend anzutreffen, die am 17. Juli 1787 verstorben ist. Um wieder einen kleinen Überblick zu geben, wo wir stehen, blende ich wieder einige Dinge ein. Der Tod der Mutter bedeutete ja gleichzeitig auch die Krise der Familie, denn der Vater ist immer mehr in den Alkoholismus abgedriftet. Schon 1784 stand in dem Dienstzeugnis über ihn, er hätte eine ganz abständige Stimme, sei zwar lang in Diensten, aber arm. Und als am 26. November 1787 auch noch die 4 Monate alte Tochter Maria Margareta Josepha verstorben ist, ist der Vater nun völlig abgedriftet. Und Ludwig van Beethoven, damals 16 Jahre alt, volljährig wurde man damals mit 25, war nun auf einmal das Oberhaupt der Familie. Sein Bruder Kaspar Karl war 13 Jahre alt, sein Bruder Nikolaus Johann war 10 Jahre alt. Und Beethoven musste sich nun auf einmal um die Familie kümmern. Und da spielten natürlich nun der Freundeskreis, der ihn dabei unterstützt hat, eine besondere Rolle, und auf den will ich etwas eingehen. Als Ersten muss man eigentlich noch mal erwähnen, darüber habe ich beim letzten Mal schon gesprochen, ich will ihn aber trotzdem mal noch mal nennen, den Franz Anton Ries, Hofmusiker und für Beethoven ein väterlicher Begleiter. Franz Gerhard Wegeler hat den Ries bezeichnet als Beethovens ersten Beschützer. Und dieser Franz Gerhard Wegeler, der spielte selber eine große Rolle im Leben von Beethoven. Sie sehen, er ist 5 Jahre älter als Ludwig van Beethoven gewesen und hat Beethoven kennengelernt, als dieser etwa 12 Jahre alt gewesen ist. Die Familie Wegeler kam nach Bonn, weil der Vater von Wegeler, ein Schuhmacher aus einem kleinen Ort in der Nähe von Freiburg im Breisgau, nach Bonn gekommen ist. Der hat 1759 dann hier die Witwe Agnes Kemp geheiratet, die schon 2 Töchter in diese Ehe eingebracht hat und hat sich dann in Bonn ansässig gemacht. Man muss sich vorstellen, damals bei 11.000 Einwohnern in Bonn gab es etwa 100 Schusterwerkstätten. Das war also für die wirtschaftliche Situation der Familie Wegeler ein durchaus problematische Situation, und es ging der Familie nicht sehr gut. Trotzdem hat Franz Gerhard Wegeler 1776 das Jesuitengymnasium besucht, ist 1783 schon auf die Maxische Akademie, also die Universität, hat dort Medizin studiert und ist im September 1787, also gerade nachdem Ludwig van Beethoven aus Wien zurückkam, ist Franz Gerhard Wegeler zum Studium nach Wien bis 1789, wurde dann in Bonn promoviert, Geburtshilfe war sein Fach, wurde Unirektor und ist dann 1794 vor den Franzosen geflohen, und zwar nach Wien, und hat dort natürlich Beethoven wieder begegnet
bis er 1796 nach Bonn zurückkam. 1802 hat er, da komme ich gleich drauf, die Eleonore von Bräuning geheiratet, ist mit ihr 1807 nach Koblenz und ist dort geblieben. Ein hoch angesehener Arzt, den man durchaus als Vater der Hebammenausbildung im Rheinland und der Geburtskunde bezeichnen kann. Franz Gerhard Wegeler war ein lebenslanger Freund von Beethoven. Er war der Erste, dem Beethoven in einem Brief von seiner beginnenden Taubheit erzählt hat. Und ich will hier nur eine kleine Quelle zitieren, nämlich einen Brief von Ludwig van Beethoven an Franz Gerhard Wegeler, wo Beethoven schreibt: Ich erinnere mich aller Liebe, die du mir stets bewiesen hast, zum Beispiel, wie du mein Zimmer weisen ließest und mich so angenehm überraschtest. Also man sieht daraus, Wegeler hat sich auch um das Wohl von Ludwig van Beethoven ganz praktisch gekümmert, indem er das Zimmer anstreichen ließ, damals in der Wenzelgasse, und mit Beethoven eben sehr eng verbunden war. Wegeler war auch derjenige, der vermutlich um 1785 Ludwig van Beethoven als Klavierlehrer in die Familie von Bräuning vermittelt hat. In dieser Familie ist Wegeler ab 1782 selbst verkehrt als Student. Familie von Bräuning ist ein im Leben von Beethoven weiterer sehr wichtiger Eckpunkt. Die Familie von Bräuning kommt eigentlich aus Mergentheim, dem Sitz des Deutschen Ordens. Der Kölner Kurfürst war ja Deutschmeister des Deutschen Ordens, also oberstes Ordensmitglied. Und Clemens August hat um 1760 Emanuel Joseph von Bräuning als Hofrat, also als hohen Beamten, nach Bonn geholt. Und dieser Emanuel Joseph von Bräuning hat 1770 die Helene von Kerich geheiratet, die Tochter des Leibarztes des Kurfürsten, wie wir hier auch abgebildet sehen. Und es kam eben dann einige Jahre später, am 15. Januar 1787, zu dem großen Schlossbrand. Und bei diesem Schlossbrand kam Emanuel Joseph von Bräuning ums Leben, weil er als Beamter versucht hat, Akten aus dem brennenden Schloss zu retten. Und er ist dann von einem brennenden Balken erschlagen worden. Und dann saß Helene von Bräuning auf einmal als Witwe mit 4 kleinen Kindern da. Sie sehen es, Eleonore, die älteste Tochter, war damals 5 Jahre alt, Christoph 3 Jahre, Stefan 2 Jahre alt und der kleine Lorenz war noch nicht mal ein Jahr alt, als der Vater umgekommen ist. Helene von Bräuning hat dann Hilfe erhalten durch ihren Schwager Johann Lorenz von Bräuning und durch ihren Bruder Abraham von Kerich, beides Kanoniker, also Lehrer, die dann die Erziehung der Kinder mit übernommen haben. Der Johann Lorenz von Bräuning hat den Haushaltsvorstand übernommen und der Witwe Helene von Bräuning geholfen haben, die Familie zu organisieren und die Kinder zu erziehen. Und Sie sehen ja an den Jahrgängen der Kinder, das waren alle 4 im Alter von Ludwig van Beethoven, waren seine Altersgenossen. Und in dieser Phase nachdem die eigene Mutter gestorben ist, also um 1787, ist Ludwig van Beethoven in dieser Familie immer stärker reingewachsen und sie war für ihn eine Ersatzfamilie. Und Helene von Bräuning war auch eine Ersatzmutter für ihn, die offensichtlich wusste, wie man mit dem jungen, manchmal etwas impulsiven Ludwig van Beethoven umgeht. Ich habe hier mal einige Zitate von Zeitgenossen Ihnen einfach aufgeschrieben. Franz Gerhard Wegeler schrieb später: Mutter von Bräuning besaß die größte Gewalt über den oft störrischen, unfreundlichen Jüngling. Sie sagte über sogenannte Geniestreiche Beethovens immer mit Achselzucken: Heute hat er wieder seinen Raptus. Und dieser Begriff Raptus, den hat Beethoven auch später immer wieder oft selbstironisch aufgenommen. Sie sehen es an einem Brief vom 29. Juni 1801 an Franz Gerhard Wegeler: Grüße mir alle, auch die gute Frau Hofrätin, und sag ihr, dass ich zuweilen noch einen Raptus habe.
oder Bettina von Arnim, die später an Goethe geschrieben hat, über ihre Begegnung mit Beethoven. Gestern Abend schrieb ich noch alles auf, heute Morgen las ich es ihm vor, dem tauben Beethoven. Er sagte, habe ich das gesagt? Nun, dann muss ich wohl einen Raptus gehabt haben. Oder Anton Schindler, der in seinen Erinnerungen schreibt, dass Beethoven noch in späteren Jahren die Glieder der Familie von Breuning, seine damaligen Schutzengel, genannt hat und sich sehr gern an die Frau des Hauses, an Helene von Breuning erinnert hat, auch mit den Zurechtweisungen. Und dann kommt dieser schöne Satz, den Schindler aufschrieb, die verstand es, sagte er, die Insekten von den Blüten abzuhalten. Das heißt, Ablenkungen von dem Jungen von Beethoven fernzuhalten und zu gucken, dass er eine solide Ausbildung bekommen hat und durch das Familienleben der Familie von Breuning auch stabilisiert war. Es gibt einen sehr berühmten Scherenschnitt über die Situation in der Familie von Breuning. Da kommt zwar Ludwig van Beethoven nicht vor, 1782 ist das, aber Sie sehen hier, dass die Frau Hofrätin, also die Helene, hier abgebildet ist, im Alter von 32 Jahren, und dann die Kinder, die Eleonore und der Christoph und Lorenz. Jetzt ist das hier weggegangen, und Lorenz, und dann ist der Kanonikus von B, das ist eben der Johann Lorenz von Breuning, der Lehrer, der hier entsprechend tätig ist. Diese Scherenschnitte waren damals sehr üblich gewesen, und es gibt auch einen Scherenschnitt des 15-jährigen Ludwig van Beethoven. Franz Gerhard Wegeler hat sich später dazu erinnert, dass sämtliche Glieder der Familie von Breuning und die näheren Freunde des Hauses an zwei Abenden von dem Maler Nesen in Bonn solche Silhouetten gemacht worden sind, und erinnert sich daran, dass er dadurch auch in den Besitz derjenigen von Beethoven bekam, die er dann in seinen biografischen Notizen über Beethoven auch abgedruckt hat. Das Breuning'sche Haus am Münsterplatz, hier ist eine Darstellung aus etwas späteren Jahren, müsste eigentlich das Kehrisch'sche Haus heißen. Es ist 1691 erbaut worden und war eben der Familiensitz der Familie Kehrisch gewesen. Und die Breunings haben dann eben dort eingeheiratet, dadurch, dass Emanuel Josef von Breuning die Helene von Kehrisch geheiratet hat. Und auch da eine kleine Erinnerung von Franz Gerhard Wegeler, der am 28. Dezember 1828, da ist offensichtlich ein Fehler drin, denn da war ja Beethoven schon tot, es muss also 27, glaube ich, heißen, sich daran erinnert, war doch das Haus meiner Schwiegermutter, also der Helene von Breuning, mehr das Wohnhaus, dein Wohnhaus, besonders als du deine edle Mutter verloren hast. Die Schwester von Helene von Breuning, die Margarete, die im Familienkreis die Tante von Stockhausen genannt worden ist, die Tante Stockhausen, denn die hat einen Herrn Stockhausen geheiratet und lebte in Beul, also nicht zu verwechseln mit dem Beul mit E, ein Beul ohne E, dem heutigen Bad Neuenahr-Ahrweiler zugehörig, und das Beethovenhaus, was es dort gibt, das ist das Haus der Margarete von Breuning bzw. Margarete Stockhausen, in dem die Familie häufiger zu Besuch gewesen ist. Die Breunings, die Kinder von Breuning, werden uns noch in unterschiedlichen Zusammenhängen immer wieder begegnen, auch in der Wiener Zeit. Es waren lebenslange Freunde gewesen, Stefan von Breuning beispielsweise, auch dann der von Beethoven eingesetzte Testamentsverwalter. Neben der Familie Breuning war noch von besonderer Bedeutung der Zehrgarten. Ich habe hier ein Bild vom Bonner Marktplatz mit dem Zehrgarten, den man hier sieht, das zweite Haus auf der rechten Seite, was Sie hier sehen, die Gastwirtschaft Zehrgarten von Verzehren. Diese Gastwirtschaft wird erstens mal im Jahr 1700 erstmals urkundlich erwähnt. Ab 1773 hat die der Hofkellermeister Michael Koch betrieben.
Und der ist 10 Jahre später, 1783, verstorben und hat dann die Gastwirtschaft seiner Frau hinterlassen. Und die Frau, die Anna Maria Koch, die hat dann die Gastwirtschaft weiterbetrieben. Und das war eine Bonner Institution unter dem Namen die Wittib Koch, also die Witwe Koch. Sie war auch ganz geschäftstüchtig, war sehr engagiert, auch in Aufklärungskreisen. Sie hat in der Gastwirtschaft einen Porzellanladen betrieben und dann auch eine Buchhandlung. Und Bartholomäus Fischenich, ein Jurist, Freund von Beethoven, übrigens Sohn des Küsters von der Taufkirche, hat später zum Tod von der Wittib Koch geschrieben, dass der Zehrgarten einst der Mittelpunkt allen geistigen und geselligen Vergnügens in Bonn war. Möge man noch so gelehrt werden in Bonn, ein solcher Kreis wird sich nicht leicht wiederfinden. Also der Zehrgarten spielte eine große Rolle als Begegnungsort für Debatten, für Austausch. Er hatte 2 Gasträume, einen nach hinten, einen nach vorne. Und das war also auch ein Ort, an dem sich Beethoven immer aufhielt. Natürlich sind die Leute dorthin gegangen, weil das Essen gut war, weil man Freunde traf, weil man die Buchhandlung dort hatte. Aber es spielte eben auch eine Rolle die Wirtstochter, nämlich die Babette, die Barbara Koch, ein Jahr jünger als Beethoven. Franz Gerhard Wegeler hat später in seinen Erinnerungen geschrieben, Barbara Koch aus Bonn, nachherige Gräfin Belderbusch, eine vertraute Freundin der Eleonore von Bräuning, eine Dame, welche von allen Personen weiblichen Geschlechts, die ich in einem ziemlich bewegten Leben bis zum hohen Alter hinaus kennenlernte, dem Ideal eines vollkommenen Frauenzimmers am nächsten stand. Und diese Babette Koch spielte eine große Rolle. Stefan von Bräuning hat später über Herzensneigungen zum Fräulein Babette Koch gesprochen, die er bei Ludwig van Beethoven festgestellt habe. Alle möglichen sind jungen Herren, waren offenkundig nach eigenem Bekunden in die Babette verliebt gewesen. Und Ludwig van Beethoven hatte sich dann doch bitterlich beklagt, weil die Babette Koch seine Briefe nicht beantwortet hat, als er dann 1792 nach Wien abgereist hat. Es gibt einen Brief an Eleonore von Bräuning, in dem Beethoven schreibt, sollten Sie die Babette Koch sehen, so bitte ich Sie, ihr zu sagen, dass es nicht schön sei von ihr, mir gar nicht einmal zu schreiben, ich habe doch 2-mal geschrieben. Was ist mit der Babette Koch passiert? Der Neffe des verstorbenen mächtigen Ministers von Belderbusch, Anton Graf, Maria Graf von Belderbusch, dem ist die Frau davongelaufen, übrigens mit einem Musiker. Und er hatte dann brauchte eine Gouvernante für seine beiden Kinder, hat die Babette Koch dafür engagiert. Das zeigt auch, was der Frau damals zugebilligt worden ist. Sie hat auch Klavier gespielt, gesungen, hatte eine gute Bildung. Und der Anton Maria Graf von Belderbusch hat dann die Babette Koch 1802 geheiratet. Und so wurde sie eben eine Gräfin von Belderbusch. Von den jungen Damen, die in der Bonner Zeit Beethoven beeindruckt haben und ein bisschen den Kopf verdreht haben, ist als nächstes die Jeannette zu nennen. Das ist die Jeannette Donrath. Kann Ihnen noch ein anderes, etwas späteres, romantisierendes Bild im Rückblick zeigen. Franz Gerhard Wegeler schreibt, seine und Stefan von Bräunings erste Liebe war Fräulein Jeannette Donrath aus Köln, Neumarkt Nummer 19, jetziges Wohnhaus des Baumeisters Herrn Bircher. Also mit Datenschutz war da nichts. Die oft einige Wochen in der Bräuningschen Familie in Bonn zubrachte. Sie war eine schöne, lebhafte Blondine von gefälliger Bildung und freundlicher Gesinnung, welche viele Freude an der Musik und eine angenehme Stimme hatte. Und sie neckte unseren Freund mehrmals durch den Vortrag eines damals bekannten Liedes mit dem Text, mich heute noch von dir zu trennen und dies nicht verhindern können, ist zu empfindlich für mein Herz. Dieses Lied ist von dem italienischen Komponisten Rinini komponiert gewesen, von dem Beethoven ja später Themen auch in Variationen vertont hat.
die Jeanette Donrath hat dann 1795 den viel älteren Karl von Gret geheiratet, der 1823 Festungskommandant in Temeswar wurde. Beethoven hat in Wien davon in der Zeitung gelesen, hat diesen Zeitungsausschnitt extra mit der Bemerkung versehen, Jeanette, Ausrufezeichen. Also an ihn war diese Erinnerung an diese junge Dame auch sehr präsent gewesen. Und dann spielte noch die Anna eine Rolle, nämlich die Maria Anna Wilhelmine von Westerholt, eine Westfälin. Sie erinnern sich vielleicht, der Kölner Kurfürst, der in Bonn residierende Kölner Kurfürst, war ja auch Fürstbischof von Münster. Und deswegen war die gemeinsame Verwaltung und Beamtenschaft und dadurch kam auch die Maria Anna Wilhelmine von Westerholt über den Vater, der Beamter war, nach Bonn und war hier im Mädchenstift. Der Vater spielte Fagott, die Maria Anna spielte Klavier und ein Bruder von ihr Flöte. Und Beethoven hat den dreien auch ein Stück gewidmet, Werke ohne Opuszahl 37, was um 1786 entstanden ist. Und ich will Ihnen das kurz mal anspielen. Ja, das würde ich jetzt gerne machen, aber es funktioniert aus irgendeinem Grunde hier nicht. Da ist wohl ein technisches Problem. Also diese für die Zeit ganz ungewöhnliche Besetzung kam eben zustande, weil es geschrieben worden ist für diese Familie. Und was die Maria Anna betrifft, gibt es auch noch einige besondere Belege über die Verbundenheit. Sie sehen hier ein Freundschaftsbillett für Maria Anna Westerholt, was Beethoven ihr geschickt hat, handschriftlich, sozusagen die Vorderseite an die Baroness de Westerholt adressiert von Ludwig van Beethoven und dann mit dem vorgedruckten französischen Text, der aufs Deutsche übersetzt heißt: Nichts ist stet in diesem Leben, alles vergeht mit der Zeit. Und wirklich wenige Freunde sind beständig, aber für dich, meine beste Freundin, wird mein Herz sich nicht wandeln und immer wird es dich lieben. Neben der Anna von Westerholt und der Jeanette und der Babette spielte wahrscheinlich die größte Rolle dann die Eleonore von Breuning. Ich habe hier nochmal diese Silhouette und ein späteres Bild, was sie mit der Hand auf dem Klavier zeigt, das Lorchen von Breuning, die eine besonders innige Freundin von Beethoven gewesen ist, auch lebenslang und vor allem auch in der Bonner Zeit. Ob das eine romantische Beziehung gewesen ist oder nicht, da streiten sich die Forscher etwas drüber, aber es liegt schon etwas nahe, wenn man sich anguckt, was die beiden so ausgetauscht haben, zum Beispiel ein Neujahrsgruß von Eleonore von Breuning an Beethoven um 1790. O, möchte doch dein Glück ganz meinen Wünschen gleichen, dann würde es dies Jahr das höchste Ziel erreichen. Dies hofft herzlich ihre Freundin Lurchen von Breuning. Sie sehen, handgeschrieben, also von tiefer innerer Verbundenheit. Und es gibt dann auch noch dieses Stammbuchblatt, was Beethoven für das Stammbuch von Eleonore von Breuning, also das Poesiealbum, geschrieben hat. Und Sie sehen auch hier den Text, der eingedruckt war mit einer schönen Zeichnung drumherum. Und er selbst hat noch die französische Bezeichnung die vorgedruckte Bezeichnung extra in die weibliche Form umgewandelt. Sei so glücklich wie geliebt. Ist die Übersetzung davon. Und wir haben noch ein weiteres Zeugnis über die Verbundenheit der beiden, nämlich ein Gedicht von dem Lorchen von Breuning an den Beethoven zu seinem 20. Geburtstag. Wünsche ich heute dir, aber auch daneben wünsche ich etwas mir, also Glück und langes Leben wünsche ich heute dir, aber auch daneben wünsche ich etwas mir in Rücksicht deiner wünsche ich deine Huld, dir in Rücksicht meiner Nachsicht und Geduld. Das ist auch so ein bisschen eine Anspielung auf den Raptus. Also mir wünsche ich in Rücksicht auf dich, wünsche ich deine Huld,
Dir wünsche ich in Rücksicht auf mich Nachsicht und Geduld. Leider gibt es ein technisches Problem mit der Abspielung der Musik, sodass ich das überspringen muss und komme zu einem nächsten Kreis von Freunden, die eine Rolle spielen, nämlich die Freunde, die man um das Stammbuch von Beethoven gruppieren kann. Das Stammbuch ist ein Poesiealbum, was angefertigt worden ist anlässlich seiner Abreise aus Wien. Es sind 18 Blätter mit 15 Eintragungen, die Beethoven auch nach Wien mitgenommen hat. Und wenn man diesen Freundeskreis durchschaut, der sich dort verewigt hat, kommt man noch auf eine ganze Reihe von anderen Freunden. Da ist zunächst mal so, dass die Familie Koch eine große Rolle spielte. Allein 5 Einträge kommen von Mitgliedern dieser Familie, von der Wittib angefangen. Übrigens zitieren die sehr häufig aus Friedrich Schillers Don Carlos. Und dann kommt dazu beispielsweise der Heinrich Struve, hier mit diesem Eintrag im Stammbuch, ein Diplomatensohn, der dann nach Russland gegangen ist und vor ein paar Jahren ist erst ein Brief entdeckt worden, den Beethoven aus Bonn an Heinrich von Struve geschickt hat, der nochmal darauf deutlich gemacht hat, diesen humanitären Ansatz von Beethoven. Denn er hat Heinrich von Struve geschrieben, du bist jetzt in einem kalten Land, wo eben Menschen noch nicht alle wie Menschen behandelt werden. Der vielleicht prominenteste Eintrag in diesem Stammbuch kommt von dem Graf Ferdinand Ernst von Waldstein. Dieser Adlige kam 1787 nach Bonn, wieder über den Deutschen Orden. Er ist dann 1788 in der Schlosskapelle zum Ritter geschlagen worden, ein Ereignis, über das immerhin die Wiener Zeitungen auch berichtet haben. Er war ein Berater von Max Franz gewesen, von dem Kurfürsten, und Wegeler schrieb später, es sei der erste und wichtigste Mäzen von Beethoven gewesen. Er hat zum Beispiel auch Beethoven einen Flügel geschenkt, der dann in der Wenzelgasse untergebracht war. Graf Waldstein ist dann später nach England gegangen, 1809 wieder nach Wien gekommen, starb dann dort verarmt. Beethoven hat ihm eine Sonate gekommen, da komme ich gleich nochmal drauf, eine Sonate gewidmet. Ich will aber hier nochmal auf den Eintrag im Stammbuch zurückkommen, der ja immer sehr kurz zitiert wird, nämlich mit dem letzten Satz, fahre nach Wien, weil dort empfängst du Mozarts Geist aus Haydns Händen. In Wahrheit ist dieser Stammbucheintrag wesentlich distanzierter gegenüber Joseph Haydn, denn Graf Waldstein schreibt, dass Mozarts Genius trauert noch um den Tod seines Zöglings und sucht eine Heimat und hat bei Haydn eben nur Zuflucht gefunden, aber keine dauerhafte Heimat. Und wenn du jetzt nach Wien fährst, dann wünsche ich dir, dass du diesen heimatlosen Geist von Mozart aus Haydns Händen bekommst, um ihm eine endgültige Heimstatt zu bieten. Das war eigentlich der Inhalt dieses Eintrages in dem Stammbuch von dem Grafen Waldstein, der ja sehr prophetisch war, weil er die Mozart, Haydn und Beethoven, die wir heute immer auch gemeinsam sehen, zum ersten Mal auch gemeinsam zusammen benannt hat. Ich habe eben schon gesagt, 1805 hat Beethoven dem Grafen Waldstein eine Klaviersonate gewidmet, die wir heute kennen als die Waldstein-Sonate, die Sonate Nummer 21, Opus 53. Es ist ganz unklar, ob er dem Waldstein in Wien überhaupt begegnet ist oder ob das eine Reminiszenz noch an die Bonner Zeit gewesen ist. Auch hier kann ich Ihnen jetzt leider die Musik nicht anspielen, weil das technisch im Moment nicht funktioniert. Das sind die Freunde von Beethoven. Es kommt noch mit dazu, das ist Ihnen sicher aufgefallen,
dass ich das hier jetzt vernachlässigt habe. Einige Freunde aus dem musikalischen Umfeld, also gleichaltrige, hochtalentierte Musiker, die eine Rolle gespielt haben, auf die komme ich dann im anderen Zusammenhang zurück. Und der nächste Folge, die vor uns steht, ist eben dann, wie war das, nachdem wir jetzt schon den Waldstein gehört haben, mit seiner prophetischen Vorhersage und seinem Wunsch, empfang Mozarts Geist aus Haydns Händen. Wie war das eigentlich, der Schritt von Bonn nach Wien? Wie kam Haydn nach Bonn und Beethoven nach Wien? Wie stark hat er sich Bonn verbunden gefühlt in seiner Wiener Zeit? Und was besonders bemerkenswert ist, dass sehr viele Bonner dann in Wien auch zu Hause waren, dorthin gezogen sind, eine Enklave, eine Bönnsche Enklave um Beethoven gebildet haben, sodass er dort nochmal praktisch Bonn nach Wien mitgenommen hat. Und darum geht es dann beim nächsten Mal zum Kapitel Die Bonner Freunde von Beethoven. Sind wir damit am Ende. Ich bedanke mich für die Geduld.